Ciao zusammen, begrüße euch Kanal Mutzenmist. Heute mal nicht mit einem Let's Play, sondern mit einem kleinen Unboxing, respektive ich habe es schon ausgepackt. Ich habe es auch schon ein bisschen getestet. Dann ist es schon fast so ein kleines Tutorial. Oder so ein bisschen meine Erfahrungen weiterbringen. Und zwar geht es heute um Controller Sticks. Ich habe mir in der letzten, also in der Vergangenheit, verschiedene Sticks suchen da. Aus dem einen Grund, weil die originalen Sticks eigentlich Schrott sind und schon nach sehr kurzer Zeit ihren Geist aufgeben. Das war bei mir der Fall, vor allem bei der NHL 16, also Hockeyspiel, wo man den Linkstick sehr viel braucht, extrem darunter gelitten haben. Ich habe angefangen, zuerst mal mit einem Hartgummi, extra mit einem Hartgummi-Stick. Wenn es dann zoomen würde, könnte man es vielleicht auch genauer anschauen. Das wäre. Jetzt sollte es nicht zoomen. Vielleicht muss ich den etwas fortnehmen, das stört auch. Den. Ja, man sieht es. Man sieht es fast. So, jetzt ist es gegangen. Okay. Man sieht, ich zeige es hier vielleicht mit dem Kugelschreiber, geht fast am besten Hartgummi-Sticks, die nicht gehen sollten. Also der ist gebrochen. Das ist sowieso mein Controller hier, den ich das letzte Mal, das vorletzte Mal ein NHL-Game aufgenommen habe, wo sich eben die Einzelteile aufgelöst. Man sieht so hier, der Unterhebel, der hat sich verabschiedet. Aber es geht jetzt nicht um das. Als nächstes habe ich mir dann Allsticks gekauft. Der ist im Moment auf dem montiert. Es geht nicht um den, es geht um den hier. Ist natürlich sehr stabil. Wenn man den Stick viel braucht, den lässt er nicht gehen. Der Nachteil ist bei dem, dass man der Grip, also dass der Grip nicht wirklich hoch ist. Er ist relativ rutschig. Ist jetzt vom Gefühl her, hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Darum habe ich mir dann noch als letztes und als nächstes von Hamma so Controller-Aufsätze gekauft. Da gibt es vier verschiedene Aufsätze, die man draufstecken kann. Zum einen haben wir, wie wir hier schon haben gesehen, so eine Höhe mit vielen Grübeli drauf. Natürlich immer zwei Stück, die man logischerweise auch hier draufstecken kann. Und da gibt es so einen mit vielen Grübeli, aber einen tiefen, wo die Höhe eigentlich dann gleich bleibt. Weiter gibt es die hier, die sind auch tief, haben aber weniger Grübeli. Der Unterschied ist auch, dass die eine Einbuchtung haben. Und die hier sind eigentlich gegen oben gebogen. Das ist der Unterschied. Haben auch weniger Grübeli drauf. Genau das gleiche in der höheren Version. Habe ich mir alle vorgestellt, ich glaube schon. Im Moment brauche ich das hier am meisten. Das Tiefe mit der Einbuchtung fühlt sich jetzt für mich am besten an, am authentischsten. Was ich auch noch getestet habe, ist der Tiefe. Was der Unterschied ist jetzt zwischen diesen zwei, vom Teufel, zwischen diesen zwei Teufeln, wenn ich es jemand sagen könnte, ist natürlich, dass der hier, das hat mich eben auch ein bisschen gestört. Ich kann es vielleicht zeigen, vielleicht sieht man es mit dem Kugelschreiber hier drauf drücken. Das ist nicht das Klick, sondern ich hoffe, ihr seht es. Es ist ein bisschen schwierig zu zeigen. Wenn ich hier drauf drücke, lädt es nachher. Also, die Oberfläche vom Stick ist nicht hart. Ich hoffe, ihr seht es genug gut. Das hat mich jetzt beim Spielen hat mich das gestört. Weil man irgendwie den Kontakt nicht ganz hat zum Stick. Respektive dann auch zum Drücken ist es irgendwie komisch. Fühlt sich komisch an. Was aber anders ist, bei dem hier, wo ja die gleiche Oberfläche hat, einfach der Höhe, hier ist die Oberfläche hart. Also hier kann man nicht nachdrücken, außer eben bis zum Klick. Das ist der Unterschied.
Von der Abnutzung her, mir hat es hier am meisten gebraucht, habe ich bis jetzt noch gar nichts gemerkt. Also Hockey gespielt, Shoot gespielt, da konnte ich noch gar keine Abnutzung feststellen und ich habe jetzt die Sticks etwa 2 Wochen. Vielleicht sind es schon 3 Wochen, die Zeit vergeht. Und da habe ich gar nichts gemerkt. Es wird sich sicher dann, so nach einem Monat, zwei, drei, wird sich herausstellen, ob es das wirklich bringt, ob sie es haben. Das werden wir dann merken. Ja, was ist noch sonst noch zu sagen dazu? Höhe und Tiefe. Sticks. Logischerweise kann das vielleicht bei dem hier am besten zeigen. Weil da ist ja eine Höhe drauf. Wie höher das Stick ist, wie weiter ist natürlich auch der Weg, wo man den Stick, respektive den Finger, muss bewegen, um den Stick zu bewegen. Das ist wie ein Hebel. Also, wenn man es da noch länger macht, dann muss ich noch weiter rüber mit dem Finger, für dass ich den Stick kann bewegen kann. Ist für Präzision besser. Bleibt da. Ist für Präzision besser bei Shooter und Geschicklichkeitsspiel. Ist aber auch immer so ein bisschen ein, ja, ist jedem das seine. Ich habe jetzt auf beiden Sticks mal 2 Gleichhöhe gemacht. Werde das sicher mal probieren, ob ich vielleicht dort, wo ich ziele, jetzt speziell beim Shooter, eine Höhe herzutun. Mal schauen, ob das eine Auswirkung hat. Im Moment spiele ich mit Gleichhöhe. Was kann ich noch sagen? Ah, zum Montieren habe ich herausgefunden, wenn ich jetzt zum Beispiel hier, wo ich den Hartgummi-Sticks getroffen habe und den Überzug drauf tue, das ist ein riesiger Knüppel. Ein kleiner Tipp, mit dem Finger ein bisschen Wasser nehmen und den Ring eigentlich mit Wasser so ein bisschen einstreichen, nicht schütten, sondern nur so ein bisschen mit Wasser einstreichen, geht der Überzug viel besser drauf. Und natürlich Gummi auf Gummi, das klebt extrem. Das Ganze kostet etwa, also jetzt nur die Aufsätze hier, kostet ca. 12 Franken. Das ist ja nicht alle Welt. Das ist für Mama noch so. Ich denke, es rendiert und es lohnt sich, so etwas suchen zu tun. Man hat auch eben verschiedene Möglichkeiten mit den Oberflächen, mit den Höhen und man schont natürlich den Controller. Die Original-Sticks. Ich tue sonst noch den Link unten in die Videobeschreibung von Hammer. Ich wollte jetzt hier nicht direkt Werbung machen, weil ich das gekauft habe. Da könnt ihr euch den Beschreib selber noch durchlesen. Viel steht da eigentlich gar nicht. Und ja, das wäre es etwa so. Mal für diese Session. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie, schreibt sie in die Kommentare. Ja, was. War's dann für dieses Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich für Abos. Ah, und das nächste Mal, das nächste Unboxing, das darf ich natürlich auch noch nicht vergessen. Das wird, ich kann es schnell zeigen. Ich will gar nicht lange drauf eingehen. Ich muss da schnell Platz machen. Ist auch für einen Shooter, haben wir das für einen Shooter gekauft. Da geht es um das Teil. Das ist jetzt ein kleines Gewirrwarr. Mit allem Kabel und so. Ich habe das schon ausgepackt, mal so ein bisschen getestet. Das ist der Tactical Assault Commander 4. Und um das geht es das nächste Mal. Aber bis dann, danke fürs Zuschauen. Freue mich auf Abos, Likes, Kommentare. Und ciao zusammen.